Ja, guten Abend alle gut und herzlich willkommen auch von meiner Seite, Altes Royal, an all Invitieren, all Gäste. Herzlich willkommen, vielmals merci, dass da den Abend dir Zeit hält. Wir kommen dann nur auf als Konferenzdebat, als Table Rand. Und voilà, ich ging dann für alle erst tut und als sechs Invitieren den Abend gehen. Ursprünglich wären da 7-4 gesehen. Denn Herr Reckinger lässt sich entschuldigen, wenn es enger urgenter Tripartite-Reunion, die eben nicht werden konnte. Und voilà, hier lässt sich entschuldigen, wir sind zu sechs den Abend, also mit mir 7. Wir, voilà, sechs Invitieren, die sich dann nur ein paar kurz in und Männer präsentieren. Und voilà, dann gehen wir auf als eigentliche Konferenz über. Ich ging dann mengen, dass wir einfach beim Christian Weiss aufhängen und dann weitergehen. Ja, merci Cédric. Guten Abend, alle Guten. Mein Name ist Christian Weiss. Ich bin Chef heute zu Esch für Jugend, dann aber noch für Schule, für Soziales, für Chancengleichheit. Ich bin schon jung, ich bin von der schon Grenz. Ich habe mein Parcours gemacht und schon ein wunderbaren Job, den ich auf der Gemeinde kann erfüllen. Guten Abend, ich bin der Paul Galles. Ich bin aus der Stadt. Mir am Herzen ist ein bisschen Escher, weil ich schon 5 Jahre gewohnt bin. Und habe auch geschafft, da ganz, ganz gern. Es sind auch am Herzen Escher geblieben. Es sind am Moment Deputierten an der Chambre, auch dann Conseiller am Gemeinderat von der Stadt. Und ich war all die Jahre, die für ganz viel mit Jungen zusammen schaffen, sowohl an der Kirche, auch an dieser Kirche, wie auch bei Jan Caritas. Das war ein mega cooler Job. Voilà, ich bin ganz froh, nur wenn der von heute zu sehen. Merci für die liebe Invitation. Ja, moin noch von meiner Seite aus. Ich bin Jill Thorne, schon 22 Jahre und ich bin Präsidentin von der Landjugend von den Jungbauern Süden. Ich komme aus der Gemeinde Kärching, natürlich auch nicht allzu weit weg. Und ja, wir an der Landjugend engagieren uns eben für die Jungbauern ganz viel. Wir machen auch sonst noch vor der Evenementen, für die Leute zu sensibilisieren, weil wir eben E-Punkt die Landwirtschaft haben, und aber auch Jugendliche haben, die immer wollen für die Landwirtschaft sich engagieren eben. Ja. Guten Abend, ich bin Christelle Codisch, Chargée de Direction am Centre de Rencontre et d'Information pour Jeunes, hier zu Esch. Wir haben 2 verschiedene Strukturen, der Point Info Jeunes und der Jugendhaus. Guten Abend, ich bin Marc Feiser, ich bin dem tut sein Bruder da haben. Nee, aber ja, es sind heuer als Kommissar General von Lützburg Giedener Scout. Lützburg Giedener Scout sind ein größtes Jugendmovement weltweit. Und noch eben heute in Lützburg mit rund 6000 Membern. Voilà. Guten Abend, mein Name ist Rüvenes. Ich bin der Präsident von Melzé Gejot. Und ich bin heute Abend auch dafür hier, für das Engagement der Jungen zu schwätzen. Ich bin kein Escher, ich bin aus der Stadt, ich hoffe nicht, dass ich in der Reihe. Und ja. Gut, ja, mal. Gut, mal, ich sage euch alle gute vielmals merci. Ich präsentiere mich dann auch ganz kurz. Mein Name ist Cédric Stammet, ich bin 25 Jahre. Ich bin am Enseignement Secondaire, ich gehe Geschichte der Geo. Und ja, wir machen nicht nur mit Moderation, aber ich bin auch Member von der Escher Jugendkommission. Voilà, das ist ein Table Rond, ein Konferenzdebat, der eben um Juncker geht, um die Responsabilität von Juncker, den Engagement von Juncker und natürlich aber auch Zukunftsperspektiven von den Jungen. Eventuell Ängste, die sie haben, Gedanken, die sie sich machen über das Leben und Zukunft, Leben von ihren Kindern. Und du freut mich ganz besonders, dass wir den Abend von 2 Escher Schulen, aus dem Sekundär, Repräsentanten, Schülerinnen und Schüler haben, zusammen mit ihren Titulären. Das ist einmal von der Ecole Marie Consolatrice, eine Schülerinnen, mit Herrn Frank Bronder, und aus dem LGE, also dem Escher Junge Lycée, dann auch eine kleine Gruppe von Schülerinnen, zusammen mit der Madame Sylvie Timmisch. Herzlich willkommen und vielmals merci, dass ihr den Abend hier seid, dass ihr euch Zeit geholt habt. Und nicht nur dafür, dass ihr den Abend kommen seid, mir auch für eure ganz frohen Gedanken, Dankausstehs, die der Herr Jean-Pierre gemacht hat, die dir mehr herangeschickt hat und ob denen am Anfang als Konferenzdebat, als Diskussion von den Abend abbaut.
Ja, also das sind nicht Frauen, die ich mir ausgedurcht habe, das sind Frauen, die so herankommen, die ich ein bisschen adaptiert habe und als Gast. Aber es soll natürlich auch nicht so sein, dass mehr just die ganzen Ofen schwätzen haben. Aber ich werde natürlich auch dem Auditoire, also ihr alle guten Möglichkeit geben, zu einem bestimmten Moment eben eher Frauen dann auch selber zu stellen, wann eben nach Frauen sind, wann der Themen hat, die ich besonders im Herz leihen. Voilà, dann hat die Möglichkeit, das auch direkt eben unheils anvitieren, unheils Gast zu stellen. Gut, wie gesagt, schon die ganz frohen die Gedanken überguckt, schon ein bisschen gefiltert, Sachen zusammengefasst. Wir können nicht alle guten Frohen den Ofen behandeln, aber es sind aber verschiedene Sujets, die sich eben wiederholen, wo ich gesehen habe, dass das Sujets sind, die für als junge Leute Priorität tun, wo sie sich viel Gedanken darüber machen. An ein von den Sujets ist das Logement. Und da ging ich dann einfach mal aufhängen mit Herrn Christian Weiß, als Repräsentant von der Kommunalpolitik, an einfach die Frage mal stellen, was kann dann die Gemengepolitik am Anfang machen, für das die Leute, und eben auch die Jungleute, nach finanziell abordable Wohnraum fanden und auch an Zukunft fanden können, respektive was Go vielleicht auch schon gemacht. Ich meine, das ist an einem Wort zu resümieren, das Bauen. Also Gemeinden haben eigentlich die Möglichkeit, für selber können zu bauen, aber für auch ihr Terrain, diese Hunde frei zu gehen, für zu bauen. Drauf, ja. Ich fand das eigentlich unakzeptabel, dass, wenn Terrain einfach flach leihen und nicht benutzt gehen, respektive von zum Beispiel Baulücken nicht benutzt gehen. Aber wenn ich so bauen, dann meine ich natürlich auch schlau bauen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir Lokartien neu gestalten, wir meinen das heute zuerst, ob der Röder Lenz oder ob Barbie Schöffling, dass wir nicht bauen für die Leute, die heute wohnen, mehr die Leute, die an 10, 20, 30, 40 Jahren wohnen. Und da werden immer mehr Leute gehen. Also müssen wir dann nicht, dass ich überlege, wie geht gebaut, wie heisch, wie dans, die Lebensgewünsche werden nicht sein. Und du hast allgemein die Responsabilität zu überholen. Wir bauen im Moment, bauen wir an den Unwiesen, dann haben wir ein Projekt abgezählt, Rot-Lenz fährt mal länger als Gemeng, 340 Wohnungen auf den Marsch bringen, das ist ein Invest von 240 Millionen Euro, das weißt du, Paul, dass das für ein Gemeng ganz, ganz viel zu sind, wo in den Jahren dann einfach ein Invest möchte. Und dann meine ich, dass es auch um die Formen vom Wohnen geht. Wir haben heute zuerst in meiner Uni-Stadt, da willst du mal Studentenwohnungen. Es gibt aber zuerst auch viele Junge, die nicht auf die Uni gehen, die zum Beispiel eine Lehre machen oder die schon ganz jung aufhängen mit Schaffen. Da willst du mal zuerst Jugendwohnungen, das heißt Junge, die ein Abkommen haben, ohne auf die Uni zu gehen, aber schon einen Job haben, die können dann eine Wohnung von uns kriegen, wo sie bis 30 Jahre können dranbleiben, einst immer ein oder zwei Jahre dranbleiben, mit das bis 30 Jahre ab. Da können sie so eine Spur für Hanno und machst du dann eine Wohnung, so wie es für manche Fuß können zu fassen. Und dann meine ich auch zusammenleben, ähnlich das gestalten. Wir haben ein Projekt, wo wir am Gang sind, zu realisieren, zu planen, sondern nur ein Wissen, ein intergenerationell zu finden. Also die Idee für zu sagen, dass Junge bei älteren Personen hinplündern, ich meine, dass das heute zuerst probiert, dass es nicht richtig gezündet wird. Das hat nicht richtig geklappt. Per Konto sind wir mehr bauen, selber Wohnungen, wo dann sowohl Junker wie Männer Junker dran zusammen wohnen können, zu einem abordablen Loyer, wo dann die Jungen verschiedene Responsabilitäten kriegen, par rapport zu den älteren Personen. Da haben wir auf den anderen Wiesen ein Projekt, wo eben aussteht. Also wir sollen immer weiterdenken, wie ihn eigentlich Leute zusammen kann bringen und auch selber mehr gestalten kann. Vielen Dank, Christian Weiß, für die vielen Explikationen, also ein ganz Panoplie am Anfang von Mesuren, die Gemengen können ergreifen, für eben dann die jungen Leute, die überhaupt ihre Bürger abordable Wohnraum trotzdem zu garantieren. Und ja, beim Thema Wohnen, da sind wir schon an dem Bereich von ja, sein Platz am Leben fanden. Und da habe ich eben in der Frage gemerkt, dass da eben auch viele Junker sich nach Gedanken drüber machen. Dass sie sich eben fragen, voilà, wo stehen ich an 10, 20 Jahren oder auch einfach Mino, was aus die Ausbildungsrichtung, die ich vielleicht machen will, will ich ein Studium machen, will aus dem Beruf, den ich ergreifen will. Und das heißt, dass die Jungen am Anfang sich nicht immer so einfach eben orientieren können,
wie sich ihr Leben gestalten will, nach welcher Richtung es gehen soll. Und etwas wird vollkommen verständlich ist, weil ich schon mal die Frauen zum Teil auch für mein eigenes Leben gestalt, für eine paar Jahre. Und voilà. Da ist es dann eben wichtig, dass es verschiedene Organe gibt, Institutionen gibt, die die jungen Leute unterstützen können. Und da ging es dann und Christelle Kodisch gehen. Madame Kodisch, wie kann zum Beispiel ein Jugendhaus oder ein Point Information Jeune den jungen Leuten helfen, hier Platz am Anfang an der Gesellschaft und auch am Leben zu fahren, an dem sie ihnen eben bei den schweren Frauen am Anfang, wo gehören schien, was will ich machen, helft. Schon lebe mir auf Französisch zu antworten, weil es mir einfach ist, aber wenn die Frauen gut sind, könnt ihr gerne Plätze bestellen. Donc au niveau de comment les jeunes peuvent trouver leur place dans la société. Alors c'est vrai que c'est pas évident d'un point de vue l'accès à l'information actuellement, les jeunes en ont beaucoup. Mais ils sont seuls souvent face à cet accès à l'information. Donc c'est-à-dire qu'ils ont devant eux l'impression d'avoir un univers des possibles avec énormément de choix, mais c'est très difficile du coup dans toutes ces possibilités qu'on voit d'arriver à cibler qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle direction j'ai envie de prendre, si je vais dans ce chemin-là, quel impact ça va avoir après, est-ce que je vais rester coincée là-dedans toute ma vie, parce que ça c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé sur les dernières générations. C'est que les jeunes ne recherchent pas forcément à faire un diplôme et à prendre une voie dans laquelle ils vont rester toute leur vie, mais ils veulent aussi pouvoir se donner la possibilité de changer, et c'est leur droit et c'est tout à fait légitime. Ce qui est important, c'est de s'entourer, je pense, correctement quand on fait ces choix-là, et de donc pas rester seul face à toute cette masse d'informations qu'on a, mais s'entourer de professionnels qui peuvent peut-être aider, donner des clés, des choses. Et là, il y a des structures, effectivement, comme les maisons de jeunes, comme le Point Info Jeunes, il y en a plein d'autres, hein, qui peuvent accompagner les jeunes sur ces voies-là. Ensuite, il y a aussi, au niveau des choix d'orientation, c'est pas toujours le bon moment pour faire un choix non plus. Donc il y a un certain nombre de jeunes qui ont besoin, avant de faire un choix, de partir un peu à la découverte d'eux-mêmes, de s'extraire un peu du quotidien, peut-être des attentes des parents, des injonctions de la société, un petit peu tout ça qui leur pèse, et de sortir de tout ça pour découvrir vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Et là, il y a aussi beaucoup de programmes qui existent. Il y a le Corps européen de solidarité, il y a les services volontaires de coopération, il y a des programmes de work and travel, il y a des choses comme ça. Donc on n'est pas non plus obligé de prendre une décision et une voie tout de suite si on n'est pas prêt. Il y a des choses à faire en attendant. Il y a vraiment beaucoup de programmes qui existent et beaucoup de services. Donc je pense que bien s'entourer pour bien s'informer, c'est la base au départ. Voilà, vielmals merci auch für das Explikationen. Also ja, das ist nach ein paar dann auch an den Raum gesucht, wann so frohe Sinn ganz konkret zum eigenen Lebensweg steht Christelle Kodisch, Matzinger Equipe vom Jugendhaus von Point Information Jeune. Natürlich stehen die Jungen zur Verfügung. Sie gehen auch ganz diskret natürlich mit der Suche und mit der Frau von den Jungen um. Sie sind eben ein Aussprechpartner für Orientierungsfrohe, wann ihnen sich eben nicht ganz sicher ist, was die vielleicht ein Kerl will machen. Und dann eben auch, wie gesagt, gehofft den Appell, dass sie vielleicht auch nur sagen im Sekundär mal ein soziales Jahr möchte oder so, wie ihr selber ein bisschen sich Gedanken da möchte, über sich selber, wie ihr sein Leben will gestalten. Also auch du gehen nicht Möglichkeiten. Das heißt, ich ging am Anfang vom, ja, von der Platz an der Gesellschaft und am Beruf übergehen auf das Berufsleben. Und ja, am Berufsleben spielen auch immer nach Gewerkschaften eine zentrale Rolle. Und dir, Herr Wivenes, schwätzt zwar heute Abend an ihrem persönlichen Namen, und nicht als Repräsentant von einer Gewerkschaft, mit trotzdem die hat Erfahrung an dem Bereich, an einen großen Wissensstand, und könnt du bestimmt ein bisschen argumentieren, auch für was man am Anfang an der heutigen Zeit, wo ihr am Berufsleben, rapport zu 400 Jahren, vieles aber gesetzlich schon geregelt ist, wofür brauchen junge Leute heute trotzdem noch Gewerkschaften? Also, das ist ein ganz interessanter Frage, Bereich, den du hast. Ich meine, dass so die Gewerkschaften brauchen, die meisten Leute wissen, dass sie eine Gewerkschaft brauchen, wenn sie eine Situation brauchen, für sie auszudrücken.
Das ist so, die Sachen, wie in der, am Geschichtskolleg oder am Soziologieskolleg, wo ihr seht, ah, voilà, da sind die großen Klassenkämpfe von früher, das ist River, besonders Sitzburg, das ist River. Ich meine, dass wir Sitzburg ein ziemlich Gewerkschaften, die immens wichtig sind, weil sie eben an dem Dialog, boah, ne, recken aus der Dome, mit dem Patronat am Start stehen, weil halt nur von doch. Und dass das ist die Basis vom Succes von unserem Modell aus, in der GME. Sie wird den Historie Ökonomik oder die Cohäsion Soziale. Wir werden nur als Jungen ein Gewerkschaft brauchen, weil ich meine, dass Probleme existieren immer zwischen Patron und Salarié. Sie sind in einer anderen Natur gehen, wir sind immer da. Das heißt, wenn ich halt als Jungen aufhänge auf verschiedene Betriebe, sind ich vielleicht exposiert zu enorm viel Druck, Leistungsdruck, Druck, mein Chiffre zu machen, mein Billable Hours zu machen, Druck am Sinn von, dass ich muss an ein Schema irgendwie durchpassen. Alles das Situationen, wo es immens wichtig ist, dass der in Haus, in dem Fall Gewerkschafter oder Gewerkschaftssekretär oder ein, eben am Betrieb, dein Delegierten, den eben den Kopf für den Stuhl hält, hast du, an du sich, wenn nicht durch Konfrontation geht oder wenn möglich am Dialog natürlich, mit dem Patron für die Sachen du, zu lesen. Ich meine, dass die, also an meinem persönlichen, meiner persönlichen View ist die Idee von Gewerkschaft gegen Patronat als River, besonders wenn wir wollen zusammen realisieren, dann muss man hart, man nicht schwätzen, mehr ganz hart natürlich, mehr, weil nehmen dann kann viel gehen. Und ich meine, die Aufgaben sind andere gehen, wie sie 400 Jahre waren, mehr das Wichtige ist, dass sie nämlich bleiben in der GME. D'accord, vielmals merci. Also auch du immer noch ein durchaus aktuelles Thema, Gewerkschaften, die immer noch gebraucht gehen an etwas wie der so. Heute Abend Tripartit als das Beispiel, wo ihr gesagt habt, voilà, dass sie immer noch am Alltag auch ganz wichtig sind, auch für Salarien eben auch wichtig sind. Voilà, ihr Engagement an der Gewerkschaft dann als Präsident vom LCGJ als Benevolat. Ja. Das nicht das einzige Benevolat-Engagement an auch all als einer Invitee in den Abend sind benevol aktiv oder waren benevol aktiv. Und ja, du wolltest einfach mal an Thron frohen, wie eben die Erfahrungen mit Benevolat sind. Und ich wollte am Anfang frohen, ob dir so gesieht, dass Benevolat, wo jo ihn oft gesucht kriegt, voilà, et fehlt auch Novus, ob der merkt, dass Benevolat für junge Leute heutzutage noch attraktiv ist, auch zeitlich möglich ist. Und ich gebe als erst dann vielleicht ihr, Madame Thorn, Wort gehen, als Präsidentin von der Landjugend Süden. Vielleicht könnt ihr also ein bisschen mal so, wie es bei ihr an der Landjugend eben ausgesagt, wie du mit Benevolat aus an eben Erschätzung gehen. Ja, also bei uns ist das ein gutes Problem. Gerade nur Corona sind ich selber ganz überrascht gewesen, weil wir ganz wenig Aktivitäten hatten, wie eben alle anderen Vereine. Und da kommt aber wirklich ein Boom von ganz vielen Jungen, schwätze von 14 bis 20 Jahren aber. Und ich hoffe, dass das auch so weiter bei uns bleibt. Mehr. Bei uns ist also weiter kein Rückgang bemerkbar. Also da kann ich mich im Moment nicht beschweren, ich denke. Eben, wir sind eben, gucken eben ganz viel im ländlichen Raum oder mit der Landwirtschaft zu denen eben die Leute wissen, wie schwierig es an der Landwirtschaft ist. Und Membre engagieren sich auch gerne dafür, weil das ja auch hier Zukunft ist. Weil ich meine, wir engagieren uns für den Beruf, den wir später wollen ausüben, eben durch Sensibilisierungsaktionen. Und das ist immens wichtig. Und dadurch sind die Leute auch meiner Meinung nach mehr motiviert, für das zu machen. Aber natürlich auch für andere Aktivitäten. Ich meine, wir schaffen nicht mehr, wir gehen auch mal auf Riesen. Letzte Weekend war Kavakaden, das ist auch immer ganz flott. Und ich meine, dafür haben wir da nicht ein großes Problem, und morgen Leute zu fahren eben, ja. D'accord. Und weil er das natürlich wieder auch gesucht hat, er Organisation schafft natürlich auch dafür, für attraktiv zu bleiben, möchte eben noch vieles, viel Freizeitaktivitäten, die trotzdem ja auch erbisch kannst, dafür eben attraktiv zu bleiben. Und das ist wohl etwas, was sich auch da bewährt hat, bis es am Anfang, wo da beim guten Weder sieht. Ich ging
Dann tut weitergehen vielleicht um den Herr Marc Weiss als Kommissar General von den Lützebäuer Giedener Scouten. Die nämlich froh am Anfang, wir bleiben dabei, als Benevolat, Benevolat Engagement haut noch attraktiv für die jungen Leute, also noch machbar, zeitlich, sind andere Sachen, die haut vielleicht mehr Zeit wegschwellen. Voilà, wie wir du Erschätzung? Bon, also, mehr gesehen, dass wir das letzte Jahr einen Zulauf hatten von als Mammerzölle von 8%, also die sind um 8% draufgegangen an einer Corona-Situation. Wird man auch merken, dass das als responsabel, als Chef, der Chef, dass die immer mehr also zeitlich limitiert sind. 24 Jahre sind auf Louvain auf die gegangen, auf Brüssel auf die gegangen, da konnten sie ein Weekend heimgehen. Heute gehen die Leute überall an die Welt und die sind dann meintlang oder wo sie nicht heimkommen oder wo sie nicht da sind. Und das sind gerade die Leute, die. Die eigentlich die jungen Wurzeln eigentlich die sich engagieren für als Gruppen zu begleiten und das ist ein bisschen ein Spagat, wo ich nur muss fangen. Mir nicht dazu trotz, wir 1100 engagiert Benevolschaftinnen und Chef, die alle guten Informationen machen und die sich eben engagieren für Jungen zu begleiten. Mit das Es muss ein Mensch umdenken, ne? Den der Jungen, den allowend an all Weekend disponibel ist für Schäßen, für irgendwelche Aktivitäten, für zu reden und so weiter, das ist etwas, was das heute so nicht mehr geht. Aber das ist eine Realität, denke ich, die viele Organisationen merken, mit denen man sie schaffen. Und das ist auch interessant, wenn die Leute zu Edinburgh sitzen oder zu Innsbruck und zu, mit müssen die einfach zusammenbringen. Und dann ist das auch kann durch eine Bereicherung sein. Okay, für dir, Herr Wivenes, als den der Jo einfach viel, viele Bereiche eben benevol aktiv sieht, erwartet schon zu ihrer Lizenzzeit auch die Erschätzungen, die wird benevolat teilen, die bis kommen, also die Zuerschätzungen, die bis kommen sind. Ich gebe es umformulieren. Ich gebe so ein, etwas haut Junker mehr schwer wie früher. Wenn ich gucke, haut Internet, Internet, also ein dummes Wort, mir, das, was Internet bietet und Aktivitäten und Erhaltung, Netflix, YouTube, etc., Spotify, es gibt so viele Sachen, die ich kann machen, für wert engagieren ich mich noch. Und ich meine, da ist eben froh, dass ein ziemlich, wenn so eine ökonomische Rechnung, wenn ich da so viel bieten, und du bist bei mir so viel, dann höre ich das, was mir da drin ist. Ich meine, es muss die ganze Benevolenz-Sache ein bisschen mehr sexy gehen, hast du mir nicht. Du musst mehr bieten, für das Leute bei dich kommen. Und dann ist es doch ganz viel aufhängig von, gebe ich so, wenn es zwei, drei, vier Leute hast, ob einmal, die ganz gut connectiert sind, die ganz viele Leute mitbringen, dann ist immer ein riesen Trupp durchstehen. Und wenn du bis die zwei, drei Leute verlierst, dann warst du ganz sehr im Ruf, weil die sich gerne allgemein gehalten haben. Das heißt, ich habe bei verschiedenen Organisationen gesehen, wo ich drauf war, dass das immens vorgegangen ist, weil es eben die Leute noch richtig Moment erreicht, weil es die Energie mehr so sexy ist, dass es darum geht, weil es eben eine flotte Aktivität ist, eine flotte Idee ist. Und dann merken sie auch ganz so Sachen, weißt du, die eben nicht changiert tun, die nach Sinn wie für uns, schon mal 50 Jahre oder so, aber einfach den Urreiz nicht mehr da ist, da dran zu sein. Ich gebe dir ein Beispiel, am LCGB, frei an einer Sektion, kostet den Kuhn an den Briketten. Dann war der Heizung. Da waren die Leute froh, weil da waren sie da dran, weil dann hatten sie, da war Wärme im Haus. Heute muss eine Sektion bieten, eine Sektion muss andere Sachen bieten. Nämlich mit tausend anderen Sachen. Früher, wenn es am lokalen Syndikat war, dann wurde da auch ein Ausgehverein. Und nicht nehmen, um zu organisieren, ob es da, ich weiß nicht, den Frittenbut für den Kaktus oder für den Kuhraub ist. Ich habe beides gesehen. Ich habe gesehen, wie Sachen abgeblüht sind, Beispiel Jugendparlament. Das ist eine Explosion gewesen im Moment. Und ich habe gesehen, wie Sachen untergegangen sind. Das sind verschiedene Lokalsektionen und Parteien der Gewerkschaften. Ne? Vielen Dank. Also, Benevolat muss mir attraktiv gehen, das wäre der Kernmessage am Anfang. Und voilà, merci für die Ausschätzung.
Herr Pulgalis, dir hat auch viel schon mit Jungen zusammen geschafft. Und auch dir kennt ja schon mal benevolat aus. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Wie wir eure Erschätzung zu der Attraktivität vom Benevolat dann überhaupt zum Engagement? Ich meine, wir haben den Ofen dann auch Beispiel vom Merit Jeunesse gesehen, ein Benevolat, was nach immens attraktiv wohl ist, was ja viel gelöft ging, ist, weil die vielseitig auch ist. Was für eure Erschätzung zum Benevolat, zum Engagement von den Jungen, heutzutage eben benevol? Also auf den Plätzen, wo ich mit Jungen zusammen geschafft habe, wurde immer ein Maxim, ein Prinzip, Benevolat muss Spaß machen. Das war immer die Hauptsache. Und das ist nicht aus Zufall, dass das aus dem englischen Raum kommt, also den Merit Jeunesse, Duke of Edinburgh, dass der den englischen Raum, am englischen Raum, wenn du in England studieren gehst, da frisst du, fahren sie dich auf der Uni natürlich auch den Diplom, aus dann der Premier oder Dreise gepackt und so weiter, fahren sie. Aber das ist nicht die Hauptsache, sie fragen, für und allem, was hast du benevol gemacht? Was hast du noch alles so nebendrum gemacht? Weil die Logik hat drin, ist nämlich, du verwirklichst du, wo du Spaß hast. Das heißt, du, wo du frei bist, wo du das musst, was du gerne musst. Und auf den Plätzen, wo ich war, haben wir das immer probiert, ganz viel Freiheit zu lassen. Die Jungs haben selber ihr Projekt entwickelt. Wir haben gesagt, wir gehen in die dritte Richtung ungefähr. Wir haben etwas Soziales, das war dem uns bei Caritas so der Fall. Und da konnten sie selber rauswählen, was sie wollten machen. Und wenn ich darf, ich kleines Beispiel, einfach just für zu sagen, da war ein Junge, ein Gemacht über Projekt. Das war ein mega, mega schönes Projekt. Wir sind an einem Klinik gegangen, auf einer Station, einer Palliativstation, natürlich dort, wo die Leute sind, an der letzten Etappe von ihrem Leben. Und die Jungs sind hingegangen und haben für die Leute dann ein Brunch gemacht. Und natürlich, dann bist du auch mit den Menschen in Kontakt gekommen. Wenn du darauf vorbereitet, war eine enorm menschliche, immens intensive Erfahrung. Mit den Jungs haben das mit einem großen Herz gemacht. Und da war ein junger Mann, den hast du eigentlich so in der Schule sind die ganze Zeit gescheitert. Und das ist nicht richtig beigekommen. Das ist Schule ist nicht gegangen. Und mir gesagt, mir, also ist das doch total egal, was den an der Schule macht. Die will mitgehen, ob die Projekte lernen, mal mit. Dann ist er gefragt, wer müsst da gerne auch spielen, gerne Gitarre. Dann habe ich gesagt, dann hol den Gitarre mit, dann gucken wir mal, was passiert. Und das dann hat den Gitarre dann mitgeholt. Und Herrn, wie der Projekt River war, weil ich war nicht immer auf allen Momenten da dabei, Herrn, konnte ich dann erzählt von einer Firma, der Junge hat seinen Gitarre mitgebracht. Und dann ein bisschen gespielt für die Leute. Und einmal kam eine Madame aus einem Zimmer raus, wo ein Herr lucht, der schwer tot ist, also ja, weil er todkrank war. Und zu dem Jungen hat der Junge so geguckt und der Junge hat gemerkt, Mertl, nicht zu fest, zu hart hat gespielt und ich stehe nur gesteuert und so weiter und so fort. Und du kannst nicht abhaken, ich habe alles falsch gemacht. Und dann hat die Madame gefragt, kannst du, wenn ich gleich in ein Zimmer kommen? Weil wir sind natürlich nicht an Zimmern rangegangen, das ist aber trotzdem dann Privatsphäre. Kannst du rankommen? Und dort die Madame erzählt, dass ihr Mann, den im Stierweleid, immer Urgel gespielt hat, ein großer Fan von Musikers. Also sein letzter Wunsch, ich für seinen letzten Wunsch, wäre ein Zimmer Musik gespielt zu kriegen. Und der Junge und der Balke geklebt hat, packt sein Gitarre aus, er spielt für die Madame an den Herr do auf der Gitarre. Und das war emotional so eine starke Erfahrung. Und das hat mir gewissen, wenn du ohne Junge glaubst, den etwas kann, und den das will aus Spaß, lebt, auf Fried, auf Freiheit, einem anderen schenken, da passt du voll an der Logik vom Benevolat. Und den hast du wahrscheinlich an der Schulwerten immer noch schwer, wenn du da wirklich etwas geschenkt, was keinem kann verschulden. Dafür für mich das Grundgeheimnis vom Benevolat immer Spaß, Fried, und natürlich dann im sozialen Bereich auch immer irgendwie so ein kleines Flamme von Leben weitergeben, von Solidarität und einfach weisen, dass wir alle gute Menschen sind und dass wir Menschlichkeit brauchen. Vielmals merci für den schönen und noch ja, persönlichen Témoignage. Ja, also es muss Fried machen, wie viele Sammler wünschen. Das ist nicht falsch, fand ich so, und dass auch Joel für viele Leute eine Erleichterung wird, wenn die Programme nicht gerade so restriktiv wären, aber nicht mehr Spaß machen. Ich meine, das kriege ich von meinen Schülern und Schülerinnen auch oft ja, so ins Herz gelöscht. Probiere den dann eben noch als Enseignant, so gut es geht. Ja, die Marsch, die ihn dann auch ein bisschen hört bei den Programmen, die auszureizen und dann eben noch Aktivitäten zu machen, gerade eben noch an der Geschichte, an der Geo, sur place Sachen gucken zu gehen. Es muss Spaß machen, das ist richtig. Und das muss eben beim Benevolat genauso der Fall sein, wie für die meisten anderen Sachen, für die Schule, für den Beruf, nur ein Beruf, der kein Fried möchte schmecken. Du hast ihn auch dann ganz schlecht beruhigt.
Voilà, und ich bleibe dann trotzdem beim, ja, beim Thema vom Benevolat. Dir, Madame Kodisch, hat ja auch viele Projekte schon eben auch mit Jonke gemacht, mit Jonken, die eben an ihrer Freizeit sich eben dann auch Zeit holen. Viele Projekte mit, voilà, etwas, etwas Historisches recherchieren, Sozialprojekte machen, Kunstaktivitäten. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen eher Erfahrungen eben am, ja, am Benevolat mit Jonken schildern. Alors, il y a plusieurs volets au niveau du bénévolat avec les jeunes. Donc, le travail en maison de jeunes, au point infogène, ils viennent vraiment rechercher une information précise. Donc, c'est un peu différent. Au niveau de la maison des jeunes, par contre, ils viennent vraiment passer leur temps libre là et construire des choses ensemble. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des pôles d'activités qui vont plus être des activités de loisirs. Donc, ça, c'est différent. Il y a un côté bénévolat, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on est une association, on a des bénévoles, par exemple. On a un conseil d'administration, c'est des bénévoles. On essaie de renouveler pour avoir des jeunes dans ce conseil d'administration. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas jeunes dans mon conseil d'administration, je vais me faire taper sur les doigts, mais ils étaient jeunes il y a un peu longtemps. Et c'est difficile de trouver des nouveaux, parce que ce truc de une réunion toutes les 6 semaines en soirée pour parler de trucs qui ne les intéressent pas vraiment, ce n'est pas sexy, c'est difficile de les attirer. Et pourtant, on a des jeunes très engagés au sein de la maison de jeunes. Je donne un exemple concret, on a un jeune par exemple qui est en fauteuil roulant. La maison des jeunes n'est pas accessible, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et les jeunes, depuis des années, voilà, ils se battent, ils font des chansons, ils font des clips, ils font des trucs. Ils ont rencontré des gens pour faire bouger les lignes et ils sont en train d'arriver à faire bouger les lignes. Ça va, voilà, ça va marcher, on tient le bon bout. Et du coup, ils se rendent compte que leurs actions apportent quelque chose, que ce qu'ils font à la maison de jeunes, que ce qu'ils construisent ensemble, que cette dynamique qu'ils ont, ça fait bouger les lignes. Et là, on est dans le bénévolat, mais on est dans une nouvelle forme de bénévolat que les jeunes, je trouve, aujourd'hui s'approprient très très bien, c'est l'activisme. Donc on est moins dans le bénévolat classique où, je peux dire que je suis secrétaire dans telle association. Non, ça ne les intéresse pas vraiment. Enfin, peut-être qu'il y en a que ça intéresse. Mais ce que nous, on côtoie au niveau de la maison des jeunes, ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Ils cherchent à s'emparer d'une cause, de se battre pour ça, de faire quelque chose avec et de faire bouger les lignes. Et ça, c'est assez récent et c'est très intéressant. C'est ce qu'on voit avec tous les marches pour le climat, les choses comme ça aussi. C'est vraiment s'emparer d'une cause, s'emparer d'un sujet et faire bouger les lignes là-dessus. Et c'est une forme de bénévolat aussi, je trouve, et c'est aussi très intéressant. Vielen Dank auch für diesen Témoignage, für diese Einschätzung. Voilà, ich ging dann ein kurz mal durch und den Auditoire richten, schon nach weiter Fragen präpariert, aber trotzdem wollte ich mal nachfragen, ob vielleicht den einen oder anderen von ihr, statt ein oder anderen von ihr, Lust hat oder konkret eine Frage hat, den oder da das gerne und als ein Witteren richten ging, stellen ging. Mehr oder weniger konkret, egal aus welchem Bereich. Voilà, die hat laut Mädels geht, mir hat leider kein Mikro für die Streien zu gehen. Der Tisch, die misst einfach. Ja, ganz gerne. Ihr könnt Kommentare machen. An unserem Video werden dann darüber reagieren. Ja, also, weil ich schon von all Perspektiven mal abzuhören. Und ich finde froh und auch relativ absurd von, weil ich meine, das ist echt eine Kategorie, die nur der Lycée-Zeit kennt, so Logements, Frauen etc. Weil am Lycée hatte ich nicht den Gedanken, wo werde ich um 10 Jahre wohnen, gebe ich schlimmer Sinn. Aber ich habe mal ein paar Sachen abgeschrieben, so, wo dann hörst du selbst kommst, wo ich dann aber so mein Pfarrverkehr gerne beilege, weil wir sind auch die Jungen, wir sitzen ja heute viel dabei zu sein. Und ich weiß nicht, wann ich so das aufschätze, gehe von Benevolat. Wie das mir attraktiv soll sein. Da freue ich mich so, ich habe auch gesagt, ja, hau das mehr Schwab wie früher. Das Problem ist aber, es geht ja darum, so Schwab zu haben, aber das Schwab soll auch updated sein. Natürlich soll auch neu sein. Aber wie Madame ja gerade eben sagt, die Leute sind, also die Jungen interessieren sich mehr für Aktivismus. Das heißt, ich meine, die Leute nicht darunter, dass die Jungs sich nicht engagieren wollen, mehr echt, dass die falsche Kampagne dann auch gesagt hat. Und er hat auch erwähnt, dass Sachen wie das Jugendparlament einen immensen Boom hatten und andere Organisationen nicht. Aber ich meine, das leider auch, weil die Kampagne halt gut gewirkt hat und sie hat auch viele junge Leute auch geschaut. Und wahrscheinlich sind dann Männer, junge Leute engagiert in Organisationen, die nicht so viel machen oder sich nicht so adaptiert. Weil ich meine aber, auch wenn du hast, das ist nicht immer ein Opfer, die jung ausschwätzt. Und ich meine, das ist halt der größte Fehler. Und dann auch,
Ich habe erstens auch ja gesagt, dass es mir wichtig wäre, dass mehr wie nur zwei, drei Leute engagiert wären und dann mehr Leute mitbringen dürfen. Aber das Problem ist, es fehlt so ein Ambassadeurplatz oder so anderen Plätze, wo dann ein Junge sich halt an einer Organisation zugehörig fühlen kann, gebe ich mal so. Weil es will ja nicht einfach irgendein Mann, aber dann hätte ich ja auch gerne eine Rolle, irgendwie für ein bisschen mehr Responsabilität zu haben, weil es gibt aber immens viele Organisationen, die ja eigentlich das unerkennen, wie ja die Merit Jeunesse oder UNICEF, die auch Platz haben, oder die Sonntag Award für andere junge Frauen. Das heißt, ich meine, dass nicht nur das Lokalsektionen untergegangen sind, sondern dass auch Kampagne, also auch noch die Qualität von der Kampagne, auf wen genau, also wer in Altersgruppe genau in ausschwätzt, und nicht, dass es nicht genug junge Leute gibt, die interessiert wären. Und dann meine letzte Sache wäre noch zu den Programmen. Der sagt ja gerade, wäre ja immens restriktiv, aber ich finde, dass es nicht so restriktiv ist, weil es gibt ja immens viel Opfern. Es gibt internationale Schulen, es gibt Sektionen am Technik, auch am Klassik. Und ich meine, das ist vielleicht restriktiv, weil es ja nur neue Möglichkeiten gibt, zum Beispiel iPads-Klassen oder ganz technische Klassen. Und ich meine, das aber auch selbst, dass Profen dann sich darunter adaptieren müssen, dass Schüler sich ja auch adaptiert haben. Voilà, ich wollte denken, so, und da wollte ich auch so froh, ob dann irgendwie ein froh so zum Lycée oder so gestaltet wird, weil ich meine, mehr Schüler wie auch heute sind am Lycée und nicht gerade auf der Uni, wo sie schon genau wissen, wie Beruf sie machen wollen. Aber ja, das war so mein Kommentar ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das Mikro weitergehen oder? Nein, chemisch. Okay, ma, ich so, merci für die viele, wirklich flotte Kommentare. Ich weiß nicht, ob Louis von den Inviten reagieren will. Madame, der muss bei den Scouten kommen. Ich denke, das ist ja ganz einfach so. Ich denke, dass Generationen, die an der Responsabilität sind, oft vergessen, dass eigentlich die Jungen, egal wie alt sie sind, dass die Jungen auch eine Meinung haben und dass die Jungen auch wissen, wie die Welt funktioniert. Es sind nicht nur die Jungen, die wissen, wie die Welt funktioniert. Und ich meine, dass man das oft vergessen. Und dass man eigentlich den jungen Generationen wenig Platz lassen, für das können zu weisen. An der Schule ist die Platz nicht da. Und sowieso an den Vereinen, da sind schon 20, 30 Jahre lang, das ist ein bisschen wie du gesagt hast, die nämlich Komiteen, und voilà, da können die Jungen kommen, für Tische zu drohen, und sind aber die Jahre, die dezidieren. Und das ist etwas, was ein Problem, also was in der Generation noch vielleicht sich aufgebaut wird. Und ich meine, dass man muss auf den Punkt kommen, oder wenn man gerne weiter will, mit Juncker bin ich wohl schaffen, wenn man ihnen gerne will, Möglichkeit geben, für hier Projekte aufzubauen, dass man hinter noch müssen die Stimme gehen, und noch das Vertrauen gehen, und noch mal haben zu sagen, das ist nicht so wie ich mir vorstellen, sondern das ist wie der ich vorstellen. Und der schafft es drin, und der realisiert es, und dann ist es eben so, wie das für der es realisiert wird. Und ich meine, das braucht Courage, von den Jungen, auch Courage von den Nählen, für zu sagen, heute ist das ihre Welt, das ist ihre Zukunft, an der so zu gestalten, an der hat er Meinung. Und ich meine, das sind die alte Generation, das stehen mir schwer da. Ne? Aber voilà. Und dafür soll er bei den Scouten kommen, weil bei den Scouten, aber eigentlich ist das eigentlich der Sens von dem Verein, ne? Für Jungen von kleinem Mund, zu lernen, Responsabilität zu verholen und zu sagen, voilà, das ist dein Projekt. Das ist ein Projekt, an der wir realisieren, die zusammen. Wir gehen in die Karte, wir helfen erst. Und wir sind die Tische da, mit der sind die dezidieren. Und ich meine, dafür muss mehr Generationen die Karte bieten und erst die Idee lassen. Voilà. Vielmals merci. So ist eine Intervention, eine Reaktion von unseren Inviten. Ja, Karen? Wir sind Süden als effusive regionale Gruppen. Und da gehe ich dazu 100% recht, das fällt auch bei uns wirklich ab. Wir sind eine Gruppe, die relativ aktiv ist, die mega viele Sachen anbietet. Und wir haben auch
eine von den Gruppen mit den meisten Membern. Und dann die anderen Leute, oh ja, wir kriegen keine neuen. Also, du solltest mir auch, da muss man mehr machen, mehr Möglichkeiten auf Facebook, also Social Media und alles anbieten. Für die Leute wirklich öffentlich, hey, da haben wir Generalversammlung, von der Welt bei uns kommen, kommen die Schreiber hin, malen und alles. Ne? Und das merkt ihr schon ganz viel Unterschied. Und auch da eben, als das schon jahrelang dasselbe ist, der Komitee, nicht mehr genug frisch Blut dran. Ja, vielen Dank. Merci. So sagen eine Reaktion? Ja, zwei. Ah, ja, pardon. Ich muss das Mikro zu zweit. Ich meine, dass auch, die das für Christel auch ein bisschen gesprochen hat, die Definition von einem Benevolat. Das hat zu der nicht mehr von einem Mann gesprochen und dann gehen schon die Versammlung. Oder eine Meinung haben oder sich zu etwas ansetzen. Das hat zu der nicht mehr, ich gehe an eine Jugendsektion von einer Partei oder an eine Jugendgewerkschaft. Ich meine noch ein Beispiel, wenn zuerst etwas lanciert, das wäre Mayang Aschwert hat geheißen. Das heißt, wir sind umfrohe Märchen gegangen bei Juncker. Wir haben nicht gewusst, dass die Juncker bei uns kommen. Wir haben nicht gesagt, kommt auf die Menge und so, dass der Politiker wer der gerne hat. Wir sind mit unserem Jugendservice, Tellen aus der Hand, der Chef im Jugendservice, hat, sie sind auf den Terrain rausgegangen, sie sind durch Asch getrüppelt, sie sind an die Schule gegangen, so Juncker angeschwert und gesagt, willst du euch so, und wer zu Asch soll verbessert gehen. Und man über 1000 Juncker, die gern vertun. Und ich fand in einer Population von 36.000 Leuten, 15.000 steht, von 1000 Juncker sich Zeit holen, darüber anfangen, Meinungen so, etwas äußern, dann ist das für mich ein großes Succes. Und man hätte noch, das könnte eine Versammlung machen auf der Gemeinde, da wären 15 Leute gekommen, aber wahrscheinlich wären die selber gewesen, die sowieso unterwegs sind. Und dann wird ganz wichtig, dass bei jungen Menschen auch sich selber mal daran bringen. Ich fand, dass alle jungen Meinungen äußert, aber vielleicht nicht immer auf die typische Manier, wie mehr gewinnt sind sie zu hören. Das ist eine Frage vom Kanal. Wir haben einen anderen Kanal, wo mehr reservieren, wie das wird ausgeschwert wird. Wenn zum Beispiel ein Theaterprojekt auf der Escher Menge mit Junken, wenn du einen Junken ein wunderbares Gedicht auf einer Theaterbühne präsentiert und du eine klare Meinung äußert, dann ist das auch eine Form von Engagement, ohne dass du dafür einfach mit Polen mit mehr Samstagsmäuse in einer Versammlung sitzt, wo noch darf kommen. Wir lernen das genauso viel wert und die Expression als wichtig. Und das denke ich, dass ich das nicht vergesse, weil es sind viele Meinungen da, es sind klare Meinungen da, die jungen Füße werden zu wollen. Wir müssen im Radio den Kanal umswitchen, dass wir doch hören. Also ich meine, na Jona, wir müssten das Cedric noch kurz rassurieren. Also sind Frohe sind nicht absurd. Und das Frohen sind nicht absurd. Mit das vor mir vielleicht tatsächlich die Frau vergiss, wie jetzt sich dann an der Schule selber ausdrückt. Also den Spaß so, beziehungsweise sich selber realisieren an der Schule. Und das wäre ein Frau, den Anjun de Cedric müsste zurückgehen, und dass den Frau stellt, man hat eine Frau beantwortet, wie er das gesagt. Also mir fallen da einfach schon zwei Sachen an. Ich schon, das ist eben lul. Das scheint, das hat nur auf den zu sehen, weil ich schon hier an zwei Schulen noch Schule gehalten, das war eben an der Marie-Consolatrice, und auch hier am jungen Lycée beim und zu dem Herr Junius, wo sie gesungen haben. Und das, was du an den Schulen mir abgefallen hast, das du nicht so erlebt, dass wenn an den Schulen nicht nur ein Ziel von der Schule ist, dass die Schülerinnen und Schüler viel lehren, also Mathe kriegen, wir sich auch als Mensch können entfallen. Das ist für mega viele Aktivitäten und Gebäude rundherum, wo du dich kannst melden, wo du selbst kannst mitmachen. Also ich habe mit Herrn Junius zusammen noch als Prof nochmal gesungen, also nur zweimal so hart gesungen, für das ich mich mit nicht erinnert. Wir müssen zusammen, an Mathe-Schüler zusammen, ne? Mathe-Schüler. Und ich weiß zum Beispiel an der Marie-Consolatrice auch die ganze, immer vier am Advent, dann die Christfeier oder so. Das ist einfach, du hast voilà, an der Schule selber, das ist die eine Sache, die mir auffällt. Und die andere Sache, die mir auffällt, dass der nationale Bildungsbericht, den erzählt immer, also ein Thema, was mich interessiert, sind Ungleichheiten. Ein Mensch, ein junger Mensch, den mit manner guten Möglichkeiten startet, hat kaum Möglichkeit, irgendwo dank der Schule sich rauszuschaffen aus einer schweren Situation. Und da meine ich, muss die Schule ganz gut aufpassen, dass sie eine Gerechtigkeitsstruktur schafft oder unterstützt, wo Junker, die mit schwer haben, gelehnt haben, sich selber wirklich zu realisieren und sich zu leben und dann auch das ein oder andere Resultat können zu machen, was ihnen erlaubt, nur am Leben wirklich auf ersten Bein zu stehen. Das kann über Hausaufgaben, also Hausaufgaben, ich finde, dass mir einfach Hilfe
Hölle vom Alltag gehen, das kann aber eben noch über die Projekte rundherum gehen, wo du dich selber realisierst. Und die genaue Begleitung von einem Jungen, ob es ein ganzer Weg, das fand ich unheimlich wichtig, dass die an der Schule, die responsabel sind, genau wissen, wo ihre jungen Menschen drin sind, Schülerinnen, Schüler, und auch durch Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Ein Klass ist nicht eine Gegenüberstellung von einem Prof an einer Klasse, mit das eine Vertrauensgemeinschaft. Wenn ich da mal lebt, muss ich wissen, wie man der Autorität als Prof umgeht, das wissen Prof nicht bannen. Mit das eine Schule kann eigentlich ein super Kader sich für einen Jungen zu entwickeln. Pardon, du hast schon ganz viel gesagt, du weißt halt viel. Also nee, absolut, also ich kann da nicht mehr vollkommen recht gehen. Und, es geht natürlich an den verschiedenen Lyceen durchaus auch, es gibt viel, auch du Ugebäude, Viertleute zum Benevolat eben zu encouragieren. Und es sind eben auch viele Junker, die es unwollen. Also, das will ich auch ganz klar so. Und ich meine, die Frohe, die ganzen Aufenthalt überstrahlt, die les jeunes d'aujourd'hui conscients de leur responsabilité pour le futur, das soll ja nicht als Reproche gemengt sein. Das eine Frage, die wir uns eben stellen an Schmengen und all die Beispiele, die wir schon den Ofen gesehen haben und Ehren vom Merit Jeunesse, ich werde all die Beispiele, die hier genannt werden, gesehen wir ja, dass den Engagement da ist, dass ein Interesse da ist. Also von daher, es sollte auf keinen Fall ein Reproche gegen die Jungs sein, also nicht, dass wir es da falsch verstehen. Das ist eben eine Frage, die wir uns gestalten und Frage auf Express eben auch ein bisschen provokativ formuliert, weil es eben, wie die am Anfang gesagt hat, auch, weil es die Meinung gibt, ja, weil ihn das oft hört, ja, die Jung, sie sitzen just daheim, da engagiert sich Chemie für etwas, es geht alles, muss kein Neues mehr. An Anfang soll ja diesen Aufenthalt weisen, das ist nicht so. Voilà. Also von daher, nicht für ungut an der Hinsicht, falls man es so missverstanden hätten, so also absolut nicht gemeint gewirkt. Und natürlich werde ich nur noch zu den Frohen eben so ein, die Frohe vom Logement, die Frohen von wo aus meinem Platz an der Gesellschaft, wo sind ich, wie wird sich mein Leben verändern, mit Preisdeirischten auch, die mal losspielen, das sind Frohen, die ich mir nicht aus der Fange gesuckelt habe, das sind Frohen, die mir eben von den jungen Leuten eben erst Marie Consolatrice und erst im LGE ihrer geschickt wurden. Also das sind schon Frohen von Lyceus-Schüler und Schülerinnen, teilweise auch von denen mit kleinen Klassen sogar. Und voilà, das ist das sind Sorgen und das will ich eben auch, dafür habe ich eben die Themen auch geholt, weil ich fand es eben auch, wie dir, frappant, dass eben das schon, also jung im Alter, ein Thema ist. Weil natürlich sind das Frauen, die sich am Fang richten, hernustellt, ob der Uni stellen, Mist, ja, okay, lol, studieren ich mal, da gucken wir mal, wie das weitergeht und so. Nee, dass sie frohen, die sich eben wirklich los schon am Lycée Gestalt gehen. Und das ist eben etwas, was ich eben noch frappant fand, und dafür hatte ich sie rausgewählt, auch wenn die frohen ziemlich erwursen wirken, also sind erwursen, durchaus. Es sind frohen, die eben für Lycée-Schüler Gestalt kaufen, Gedanken, die sich eben Lycée-Schüler und Schülerinnen gemacht haben. Ich wollte das jetzt nach einer Kehr unterstreichen, nicht, dass es effektiv den Eindruck entsteht, mehr hätten als die frohen Heilo, als die schon nicht mehr, die schon ein bisschen, mehr lang auf Wurzeln ausgedurcht. Es könnte wirklich von Jungen. Und voilà, vielmals merci nach einer für die Kommentare, auch für alle Reaktionen von den Invitieren. Und ich ging dann nach einem Wort zurück und dem Publikum und dem Auditoire. Sie vielleicht noch weiter frohen du von ihrer Seite. Wie gesagt, wir haben auch eine Frohe präpariert. Wir waren vielleicht frohen du wären, die einem auf der Zunge brennen. Also die sind herzlich invitiert, nur hier zu kommen, also zu stellen. Also, mein Froh war, warte mal, da geht der Stress. Weil an der Woche, also so mit diesem Stundenprogramm, haben wir dann eine Sache, die wir für die Prüfung zu lehren haben, dass ich zum Beispiel nicht mehr wie 20 Stunden die Woche schlafen kann. Aber am Weekend kann ich dann extrem gut schlafen. Da habe ich keine Zeit zu lehren. Also, wie soll man das mit dem Stress regeln? Ganz gut froh, vielmals merci, ein froh mängisch vom Stress, die eben auch nicht nur Schüler, Schülerinnen betrifft, mir auch am Berufsleben ein aktuelles Thema ist. Als ich von unseren Invitieren den vielleicht oder das vielleicht du ein bisschen reagieren will. Ça, c'est quelque chose qu'on a
qu'on a observé beaucoup sur les deux dernières années. Donc la situation Covid a engendré beaucoup de stress, il y en avait déjà avant, mais je pense que ça s'est accentué. Il y a un accent qui est mis sur la santé mentale des jeunes, au niveau ministériel, au niveau des associations. Il y a une prise de conscience de ce problème-là. Au niveau de la maison des jeunes, par exemple, je te donne un exemple. Nous, on a lancé un projet l'année dernière qu'on a continué cette année qui s'appelle Develop Yourself. Donc, en fait, on travaille avec des coachs professionnels qui, justement, vont aider les jeunes à gérer leur stress. Donc, on a une hypnothérapeute, on a quelqu'un qui fait des massages sonores avec des bols tibétains, on a une sophrologue, on a plusieurs coachs comme ça. Je crois qu'ils sont 8. C'est ma collègue Aurélia qui est responsable du projet, donc il faudrait que je demande, mais je pense qu'ils sont 8. On fait payer presque rien, c'est 5€ la séance. D'habitude, c'est des choses qui sont très chères, mais on trouvait que c'était important de donner aux jeunes des outils justement pour aider à gérer ça, pour aider à gérer le stress, pour aider à gérer la pression, pour aider à se recentrer et trouver des solutions. Donc il y a des choses qui existent. De nouveau, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les travailleurs de jeunesse, vers les structures spécialisées pour travailler justement avec les jeunes en lycée, en dehors de l'école, pour demander, parce qu'il existe vraiment des choses pour vous aider à gérer ça. Voilà, vielmals merci. Ich weiß nicht, ob nach Ihnen, ob die Frau hin, ja, Herr Wiebenes. Der Tor ist ein perfektes Beispiel für mich. Sie haben dann Schulleben, ob du nicht hast oder am Berufsleben, wirst du eben gerade du brauchst, den beim Patron vielleicht für sie alle gut verhandeln geht, am Schülerkomitee, vielleicht in der Schule, weil das ein Problem, den man so das Problem ist nicht rezent, aber du eine Erkennung vom Problem, die Reconnaissance des Problems ist rezent. Und das ist eine Sache, die gebe ich so, in die vielleicht schon früher geht, aber meine Generation, eher Generation, alte Generation, als vielleicht mehr vocal, wenn ich das noch auf dem Punkt mit Recht, weil das ein Problem, den es real gibt. Ich weiß nicht, ob ein Freier schon da war, ich will nun, ich kann mir natürlich, dass der Freier nicht soll da gewesen sein, aber absolut, ich meine, das ist ein Punkt, zum Beispiel, wo es wird mehr erwischt, dass eben da dein Gewerkschaft, die besitzt, nicht mehr darauf un, dass du nicht physisch fragt bist von der Arbeit, aber auch, dass du rausgehst und du bist nicht psychisch fragt. Voilà. Und nämlich, also, die Schule soll doch nicht in Schule soll dich weiterbringen, und dich nicht physisch oder psychisch frecken. Voilà. Gut, vielmals merci für die Intervention. Als nach. Ja, was gibt's? Also, ich aus meiner persönlichen Erfahrung merke eben, dass wir mehr an der Schule darüber schwätzen, dass mehr in der Straße fehlen. Da geht oft zum Beispiel um den CEPA-Service weitergelegt. Das ist verständlich, weil natürlich, da sind professionelle Leute. Das ist, ich merke, so, wenn ich mit Leuten aus meiner Klasse schwätze, dass sie sich oft so, ich will einfach nicht dahin gehen, weil es gehen noch vier Urteiler, die da sind. Natürlich, also ich als Vorschlag gehe vielleicht, gehen das so die CEPAs oder generell die professionell auch vielleicht mal, keine Ahnung, immer uns bemeint, an Klasse kommen, für das mehr Leute sich trauen, zu sagen, okay, es geht nicht, weil, keine Ahnung, schon an der letzten Mal noch gesehen, dass es CEPAs da viel mehr zu dienen, zum Beispiel auch mit, also gesagt in den Statistiken, dass psychische Krankheiten eine große Rolle bei Jungen spielen. Ja, das ist zum Beispiel auch, also mir hat viel vom Programm geschwärzt, ich habe gesehen, zum Beispiel bei meinem Histo-Programm, dass mehr viel Daten auswendig zu lehren haben. Was natürlich auch muss sein, aber was ich fand, was ein bisschen aus dem Fokus gerät, also was zum Beispiel für Jahrhunderte schiefgelaufen ist oder was kein besser gemacht hat. Und ich meine, das gibt dann auch helfen, für das Junge für sich als Meinung stehen, also ja, für die Meinung stehen. Und das ist schon auch mehr, ich weiß nicht, wie das Lutz, ich sehe, mehr valid fühlen. Und das kann dann auch bei der mentalen Gesundheit zum Beispiel helfen. Ja, das waren die zwei Sachen, die ich so wollte. Ja, vielmals merci. Effektiv,
de CPAS die Institution am Moment an der Schule, wo für all sorte Probleme psychischer Natur, schulischer Natur darauf hin verwiesen wird. Und voilà, es ist effektiv ein ganz sinnvoller Propos, meiner Meinung nach, dass ihn die Institution nicht so apart hält, wo ihr da selber muss hingehen, mit der sie seht, wäre dann nicht eine Idee, sie geht für bei den Schülern kommen. Ja? Dass das eben nicht mehr so isoliert ist und dass auch die Hemmschwelle nicht so groß ist, wir müssen da hinzugehen. Eine ganz gute Intervention. Voilà, zum Stress, sonst nach einer Wortmeldung, vielleicht nach, ja? Voilà, das ist effektiv ein, ja, ein grave Fall. Und du hast natürlich auch Menge Meinung nur als eben Enseignant, als Titulär, auch ein bisschen natürlich auch an der Verantwortung von den einzelnen Enseignant, von den einzelnen Titulären, dass sich Friese auch ein Kehr afro stellt und auch sein Kur afro stellt. Beispiel wie Loheiren, hun Geschichtskur, den nach immer so aus, dass ihn Datum mal auswendig leiert, das aus am Fong App ist, wo ihn didaktisch haut, probiert davon wäsch zu rückeln. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nach immer, ja, Enseignant gehen, die so errichten, das etwas, wo auch auf der Uni geguckt wird, dass das ernst gemacht wird, dann schmeckt noch an anderen Fächer. Müssen halt auch Tituläre sich mal afrostellen, an eben zum Beispiel auch afrostellen, ja, ob den altmodischen Modell mit all der an all Kurhausaufgaben gehen, ob das etwas ist, was unbedingt nach appropriiert ist, ob ich nicht die Jung ob einer Art und Weise besser und das ganze Thema rufhören kann, weil man dazu mal auswendig lehre für die Prüfung und dann als Hausaufgabe die an die Frau aus dem Buch schreiben wird. Ja, also ich meine, dass ihn auch so als Titulär ein bisschen auch Sput hört, für die Schüler einen gewissen Stress aufzuholen und dass das auch ein bisschen an unserer Responsabilität natürlich auch leid. Es lässt sich nicht immer vollkommen vermeiden, aber das ist etwas, wo meiner Meinung nach auch mehr als ein Senior und alles müssen ein bisschen aufrufstellen an eben auch als Kur. Und da weiß, wie die Kur vielleicht lo jahrzehntelang gefeuert geht und erschreckenderweise immer nach Teilweise so gefeuert geht, geht wie für ein Jahrzehnten, dass ihn das wirklich vehement mal aufrufstellt an eben guckt, du neue Wehr zu finden, wo ihn die Kur erstens mehr attraktiv möchte für die Schüler und auch probiert dann nie verlernst, ihnen wenigstens du auch Stress aufzuholen, an dem sie eben nicht stresst. Dass sie müssen einfach für drin all dafür Prüfung lehren, weil es eben ganz viel Datum auswendig zu lehren sind oder weil sie nur der Schule nach so viel Zeit damit verbringen, eben ganz viele Hausaufgaben zu machen, die sie an Allfach kriegen. Dass du eben auch als Titulär sich zusammen sitzt, als Conseil de Classe und du eben guckt, für die Schüler da auch ein Maximum Stress aufzuholen. Voilà, das wird ich noch so von meinem Standpunkt aus dazu kassieren. Voilà, und da ging ich nach ein paar Fragen, ob vielleicht nach, ob es nach einer anderen Frage geht. Ich kann zwar kein Froh, ich will aber etwas ein Témoignage machen. Es geht immer gesagt, Juren, dass wir da nur gespart gehen, die sind nicht engagiert. Es ist responsable für das Projekt ensemble, même si différent. An dem Kader grüßen wir von erst 22 eine ganze Reihe Volunteers, wie sie das nennen, zur Verfügung gestellt, für uns zu helfen. Das sind Leute, die aus der ganzen Welt, ob Esch, an den Süden oder Plötzburg gekommen sind, die teilweise aus dem Land kommen, für uns zu helfen, die das mit Herz machen und die froh sind, für bei uns können Mat zu schaffen. Wenn wir sie abholen, haben wir es geschafft. Dann ist unser Motto, den wir haben, ensemble, même si différent, nicht falsch gewesen. Aber wenn ich ein Beispiel der Situation. Wir haben zwei junge Mädchen gehört, die Moslems sind. Die Mom wollte an der katholischen Kirche helfen kommen. Ich fand das immens. Und froh, die ich gestaltet habe,
sie dir bereit, dass die bei ihr Hilfe kommen. Das hat mich ein bisschen umgeworfen. Meine erste Antwort war direkt selbstverständlich. Denn wir sollen alle guten Menschen, wie wir sehen, auf der ganzen Welt zusammen schaffen. Und das ist eine positive Erfahrung, die ich gewonnen habe, Heilo bei Esch 22. Und ich wollte das als positiven Input reingehen, wie junge Leute, aber sich noch können engagieren, die eigentlich mit dieser Stadt oder Paar nicht ganz viel zu tun hat. Vielmals merci auch für diesen Témoignage. Und ich wollte dir auch sagen, vielmals merci so für dein Courage, für das so open mit uns zu teilen, weil ja etwas aber ganz Persönliches ist. Etwas wird viele Leute vielleicht auch raufschlecken. Und ich fand, es hat viel Courage aber dazu, dass ob so einem Abend wie heute, für uns alle Leute zu thematisieren, ganz persönlich, dafür vielmals, vielmals merci und all Respekt. Voilà, wenn nicht noch ein Dien oder eine Intervention von seinem Alter. Ich war wirklich froh, den Enthusiasmus zu hören von jeder Rede von hier, für die junge Leute, für ihre Responsabilität. Ich wollte einen kleinen Kommentar sagen über die Marie Jeunesse. Denn an den Benevolat kann der junge Mensch bei einer älteren Person gehen, für hier zu helfen oder an ein Kinderheim gehen, für ein paar Stunden am Mond zur Verfügung zu gehen. Und das bringt, wenn es bei einer älteren Person geht, zum Beispiel, das ist ein intergenerationell. Das ist so wichtig, dass die eine Generation merkt, ah, die junge Generation, dass sie flott leid, die denken und Eis, und die machen etwas für Eis, das changiert das Gefühl, diese Hunde. Eventuell gehen die jungen Leute, die vielleicht die gehen in Mengen, die machen nicht viel, die sitzen einfach da. Und sie engagieren sich trotzdem. Und ein anderer Punkt, den ich auch nachvollziehen kann, ist, dass am Kader von Marie Jeunesse, ich kann als junger Mensch bei einer Person gehen, die schon lange einen gewissen Beruf hat, und sagen, erzähl mir mal von deinem Beruf. Erzähl mir mal, wenn hier ein Arbeiter ist, oder Bankier ist, oder Advokat ist, oder jeder Beruf. Erzähl mir mal, was du möchtest. Und vielleicht lernen wir davon etwas, dass ich auch Lust habe, den Beruf zu machen. Und Artisan, der Schreiner, dass ich gerne den Beruf auch mitmachen, den ihr selber so lange gehabt habt. Das gibt eine gewisse Transmission von du Savoir, wie flott das, was natürlich flott das. Und was ich auch nachvollziehen habe, ist, dass der junge Mensch den neuen Beruf den will lehren, dass den Fred und Matthäus den das lehren kriegt von einer anderen Person. Und intergenerationell ist ganz, ganz wichtig für das Selbstvertrauen, für die Reconnaissance von einer älteren Person, die froh ist, so viele Jahre den Beruf zu machen, und die sieht sich, der junge Mensch, den ist bereit, weiter zu machen, das ist eine Transition, die natürlich wichtig ist. Voilà, ich wollte nur dazu. Vielmals merci, Altes, für Ihre Kommentare. Voilà, ich wollte dann noch ganz kurz, wenn nicht nach froh könnt, ich meine, Sie könnt nicht, es war noch ein Thema, was ich aber gerne wollte ausschwärzen, nicht wie auch das letzte Jahr heute Abend, weil das eben auch von den Lyceen thematisiert wurde, dass d'Aktualität, letzte Freitag war ein Fridays for Future Manifestation an der Stadt. Und das ist das Thema Klimaschutz, Umwelt. Und du ging ich froh und ich, Herr Galles, ein Kerl richten, als Vertreter heute Abend von der Landespolitik, von der Chambre, was am Anfang für die Sorge von den Jungen seriös zu holen. Sorge, die sich ja in die Zukunft drehen, in die Zukunft von ihren Kindern, die sich eben stellen, wie ist die Welt an ein paar Jahren, an der mehr Lohn leben, an der als Kinder leben werden, ja, an der mehr Erwürzige werden. Inwiefern hält die Politik das Thema seriös, an welche Mesuren gehen vielleicht schon geholfen, an welche Mesuren stehen nach, um Programme, die eben möglich sind, für
dann eben als Beispiel von Eisenland Lützeburg, Mino und Klimaneutralität zu bringen, an eben Eisendeal zur Lösung von dem globalen Problem dabei zu drohen? Ja, das hat ich ein ganz gut vor. Also da geht es um einen besseren Wald. Und wenn ich von einer besseren Wald schwätzt, ich will das ganz gut sagen, dann ist das immer ein besserer Wald für mich, auch für uns alle gut. Und dafür fand ich so froh, wie du es nur gestaltet hast, der Stress ganz wichtig. Natürlich beim Klima nicht direkt etwas zu tun. Vielleicht doch, ne? Vielleicht doch. Weil da geht es darum, es ist auch eine Menge besser Wald. Und die Frage, wie geht die Welt besser, geht wahrscheinlich nicht von uns ein bisschen anders beantworten, aber das Thema vom Klima ist tatsächlich ein Thema, das du die ganze Zeit rum könnt. Wenn das politisch abgreift, also das hier bei den Jungen, ich war auch da hinten, Fridays for Future, ich gehe nicht mehr nur lauschen, ich meine nicht, wie wenn ich von hinten wäre, weil ich schon 18 Jahre mit 30 Jahren Erfahrung, natürlich ist sie schon ein bisschen mehr lang dabei, mit den sie schlauchten ihn nur, aber wir kriegen als Politiker ja auch den Kopf gewaschen, wir kriegen ja dort Levite gelesen. Und ich gehe aber gerne hören, weil ich aber so eine Verantwortung für das dann aber kann auch nicht machen. Die Klima ist ein Thema, was sie verbunden. Wenn ihr nur Thema politisch abgreift, da seht ihr, okay, es gibt so paar Bereiche, wo ein CO2 kann reduzieren. Da sind wir natürlich in einem total politischen Diskurs, da schwätzen wir die Industrie. Da schwätzen wir dann natürlich mit den Industriellen, ne? Da schwätzen wir nicht mit den Jungen direkt. Wir schwätzen über die Landwirtschaft, da weißt du da Bescheid. Wir schwätzen über die Gebäude, wie die können renoviert, gedämmt gehen, mehr effizient, sodass du nicht mehr so viel Energie brauchst, für sie zu hützen und zu erhalten. Wir schwätzen ganz viel über die Mobilität. Da sind wir natürlich schon alle guten Enkel betroffen. Wie du es bewegen wir uns weiter. Ich selber fuhre ganz gerne viel Velo und ich gehe auch ganz gerne viel zu Fuß. Mit das die Frau zum Beispiel mit wertvollen Mitteln bewegen wir uns vier und kommen wir mit dem öffentlichen Transport bis weit Schule oder in einen Sportsverein oder Tanzverein und kommen packen wir, geht das. Und dann ist natürlich die Frage von unserem persönlichen Lebensstil. Und das ist natürlich die Frage, die ihn nicht so gerne stellt. Weil du wirst mir alle guten, dass man höchstwahrscheinlich Mist ein bisschen in den Schrauben drehen. Eine Frage, die sie stellt, ist zum Beispiel die vom Unfall reduzieren. Und wenn ihn dann trotzdem nach Unfall möchte, den eben recyceln. Also zumindest einen Unfall, den er nur im irgendwie wiederverwerten. Das geht dann in den nächsten Monaten ein Hauptthema an der Politik, an der Chambre, kommen durch Unfallgesetze, die ich alle gut im Detail lesen. Die sind relativ tough, du hast viel dran. Aber nicht nur das. Es geht auch darum, zum Beispiel, also das, was ich für mich auch noch herausgelesen habe, wenn ich dann so lese, was zum Klimawandel beitritt, ist, dass ich will, Männer Fleisch essen. Es ist kein Vegetarier, okay, Veganer, mich probiere vegetarisch oder vegan mich zu ernähren. Und das ist das, was mir da hilft, und das ist eben dann oft die andere Seite von der Medaille, ist, dass die Vegetarier und die veganen Küchen sich in der Zwischenzeit mega entwickelt haben. Also das ist nicht einfach nur ein paar Bohnen mit drei Blatt Salat, wie das da früher war, das war ein vegetarischer Blatt, aber vielleicht ein Grumper dabei, haut die Küchen, das ist ein ganz anderer. Und das ist natürlich, ich will das probieren, ich will... Das heißt, ich mache mir persönlich Gedanken darüber, wie ich kann dazu beitragen. An der Politik machen wir uns Gedanken für die ganze Bevölkerung. Das Problem ist immer, wenn wir Gesetze stimmen, das sind das Gesetze, die für alle gute Stimmen, ja, stimmen, weil die güllen. Die einen sind darüber froh und die anderen sind nicht darüber froh. Dafür so nicht mehr, nicht all diese Gesetze ist immer für Vorteil, wenn wir persönlich als Gedanken machen, wie wir können, dazu beitragen, dass ein CO2 reduziert wird. Gut. Diskussion um eine bessere Welt geht viel mehr weit wie der Tour, weil das ist auch eine menschliche Welt, das ist auch eine gerechte Welt, das ist immer viel mehr weit und ich will auch nicht zu viel darüber schwätzen, mit das ist ein mega spannendes Thema, gerade mit den Jungen kannst du natürlich stundenlang diskutieren und dann noch Aktionen machen, haben wir noch da kleine Jugendgruppen bei uns lanciert, wo man Jungen fragt, was will dir machen, für das er Welt besser geht und das ist immer beim Benevolat. Gut, vielmals merci für die vielen Explikationen, mehr hundertrang Wortmeldungen aus dem Auditoire. Malheureusement, je ne parle pas luxembourgeois. Voilà, je pense, je ne sais pas si c'est le bon moment de dire ma parole, mais quand même, j'ai un témoignage à dire. Voilà, je suis Salah Wawinat, c'est un des fondateurs du groupe Arche de Noé, qui fait partie des AJS. Et on était bien attirés par le sujet, les jeunes d'aujourd'hui conscients de leurs responsabilités pour le futur. Et j'ai pris la parole d'ordre
Madame Christelle qui disait, voilà, bien s'entourer pour bien s'informer. Et ça m'a rappelé d'un jeune qui m'a fait une réflexion, qui m'a beaucoup changé dans ma tête. Il m'a dit, Salah, j'attendais 18 ans, d'avoir 18 ans, de faire les bêtises du monde, d'être libre de ma famille, de faire ce que je veux. Mais une fois, j'ai adhéré à une association d'encadrement, j'ai changé totalement. J'ai pensé comment j'ai pensé de faire, de s'orienter vers un chemin que ça me donne pas mon futur. Et je vois des jeunes devant moi qui travaillent, qui sont des intervenants, qui ont beaucoup de choses de bien à faire. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Je suis mieux d'eux. Et à partir de ce jour-là, il a changé totalement. Et maintenant, c'est un jeune qui est bien installé au Luxembourg, qui travaille, qui a une famille. Voilà, pour dire la question, combien de jeunes ils attendent d'avoir 18 ans pour faire ce qu'ils veulent faire? C'est pour cela qu'ils ont besoin plus en plus des adultes pour être bien entourés, pour bien s'informer. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage et voilà, cette intervention. Je ne sais pas, je weiß nicht, ob nach Ihnen darauf reagieren will, aber ich meine, war ziemlich klar, voilà. Wenn nicht noch ein froh aus, dann aus dem Publikum, es gibt eine Wortmeldung, ja. Es ist just ein froh oder ein Bemerkung, dass Heike Sotkin etwas war, über die Benevola, aber das geht über die Benevola aus sich raus, dass ein Jungen Spaß auf Fried soll. Das hat mich ein bisschen getroffen. Spaß auf Fried, obwohl die Realität etwas komplett anders weiß. Die Jungen sind konfrontiert, logisch durch Coronavirus, wo die Spaß auf Fried hin und leben, das war nicht. Da war kein Spaß mehr, kein Fried. Sie erleben das nicht nur gesellschaftlich, daheim, das geht mir daheim. Kein Fried, kein Leben, keine familiäre Bindung. Freundschaftlich ist auch ganz kompliziert. Sie erleben, dass Kollegen sich das Leben holen. Und das schwätzt mehr für Spaß auf Fried. Ich denke, meinst du, ob mir, ich war ja, von der vier Jahre lang nationale Moni von der Jugendpastoral und auch bei den Scouten Moni, ob wir da nicht etwas vermitteln, was so wichtig ist, ein ganz schönes Leben, mehr aber komplett neben der Realität ist. Das ist just mein Bemerkung, die ich wollte tun. Vielmals merci für diesen Kommentar. Wir hatten danach eine Reaktion darüber. Voilà. Ja, ich gebe ganz gerne darauf reagieren, weil das natürlich absolut richtig ist, was du siehst, weil ich hatte nämlich mit Spaß auf Fried gesucht. Und, ja, genau, das auch wiederholen, natürlich, ja. Du hast absolut recht, also ich gehe da umso mehr recht, weil es ist gerne in der Chambre eine Interpellation zu präparieren über die Konsequenzen von Covid auf die Jungen. Und da kriege ich genau die gute Sachen erzählt, von den Jungen selber. Ich war bei verschiedenen Assoziationen von Jungen oder Leuten, die mit Jungen zusammenarbeiten und eben die Dramatik und die Tragik von ihrer Situation oder von vielen Jungen. Und ich kenne da persönlich auch, die durch Covid untergegangen sind. Depressiv gesehen, Leute kennen, die nicht mehr abtauchen, die nicht mehr, wo es nicht mehr geht. Du hast absolut recht. Und das darf ich nicht als Nachverlieren, umso mehr wichtig ist das Thema von der Santé Mentale. Mehr, ich meine, umso mehr noch wichtig ist, dass ich eben die Plätze darum schaffe, an die Plätze bleiben, wo sie nach Spaß und Frieden können. Haben. Weil gerade die Realität so schwer ist, brauchen wir umso mehr die anderen Plätze. Da tun wir höchstwahrscheinlich alle gute Mathe gemacht. An unseren Plätzen, wir kennen höchstwahrscheinlich überall Junker, die gezeichnet sind durch Covid. Pandemie, Angst vor dem Krieg, du könnt alles dabei, all die blöde Krise, Klimakrise, alles beinehmen. Das ist für die Jungen wirklich nicht einfach. Wir haben alle guten die Jungen erlebt und wir probieren ihnen ein Angebot zu geben, wo sie wenigstens den Kopf aus dem Wasser strecken. Gleicher Spaß auf Fred,
wenn man isoliert guckt, das hat der falsche Begriff, mit zumindest mal einen Platz wie zu atmen, sich zu entfernen, an eine Hoffnung zu schaffen, gebe ich Menge. Vielen merci für die Reaktion. Ich weiß nicht, ob nach ich von den Inviten etwas dazu suchen will. Ja, nach erstem Publik, nach ein Äußerung, ja. Ja, vielen Dank auch für die Intervention. Das ist natürlich erst, weil einfach eine Schülerin das sieht. Mir gut, die hat natürlich auch du dann den Moment Perspektiv verbannen. Ja, der wirst du vielleicht besser wie mir, weil wie das ändert erst ausgesagt, ändert eben die Schüler, Schülerinnen, wie seriös die gemeint ist. Mir am Allgemeinen mengen ist trotzdem, dass das eint, das andere doch nicht ausschließt. Ich kann ihnen durchaus Freude über Klimastreik gehen. An einer Welt mit Bravour seine Schule machen, hier nur studieren, Politik machen. Voilà. Natürlich, Seriosität, mir das kann ich bei all Themen auch vorstellen, bei all Manifestationen, ob wirklich die Freunde jemand möchte, so 100%ig dahinter steht. Trotzdem mengen ich, dass es einfach ein, also sehe ich der feste Meinung, so gut, dass es ein, trotzdem ein ganz wichtiges Movement ist und dass es ganz richtig ist, auch die Klimastreiks zu machen. Einfach für zu weisen, voilà, das als Jungen nicht egal. Ja? Als Zukunft also ist nicht egal. Und voilà, es kann ihn dann immer noch gängig mengen. Du hast nur, wie gesagt, seine Schule ganz gut, aber auch machen. So viel Freidischer sind hier auch dann nicht, die Wäsche fallen und plus auch nicht so viele Stunden. Und ja, nur einfach nach Fubannen raus das System probieren zu verändern. Und ich mengen das ist sowieso die Wäsche, die Wies, die sich eben mit Mus auf den Weg holen. Und ich mengen, dass ganz viele Leute hier bannen, dass ich auch mit ihrem Engagement auch mache, für zu probieren, eben das System Fubannen raus zu verändern, für eben einen besseren Platz hier auf der Welt eben zu schaffen, wo man gut Madenen haben und nach erlangt Madenen, dadurch, dass man eben die Menschen schützen, dass man das Klima schützen, dass man gut Madenen eins gehen und eben nach lang auf Frieden hier zusammen können leben und in guten Konditionen. Das liegt an der Responsabilität von unserer Politik, liegt an der Responsabilität von den Verrängen von uns und mit all den Témoignagen, den Abend, mit den Interventionen, mit den Frauen, die ausgeschafft wurden, mengen ich Humor. Ein klares Bild aber von unseren Jungen gewiesen, nämlich dass das Interesse du hast, dass das Engagement du hast, dass eben die vier Urteile, die es oft gehen, dass die nicht richtig sind. Ja? Dass es eben, weil er nach vielleicht Marge d'Amélioration gehen, dass für und allem eben noch, ob der Seite von der Schule, von den Organisationen mehr attraktiv gehen, probieren eben, die jungen Leute mehr unzuschwärzen, mehr den Engagement, als du den Willen zur Veränderung, zur positiven Veränderung von unserer Gesellschaft, von der Welt, von der Umwelt, als du, und das ist ganz, ganz wichtig, ich meine, das ist das wichtigste Resultat von unserem Abend, und damit gebe ich dann das Konferenzdebat aufschließen, es dürfte dann etwas nach ein gezielt froh. Gut, dann wünsche ich vielmals merci und gehe dann nach ein paar Wort weiter und den Herrn Paul Niles. Und dann hören wir dann einen musikalischen Aufschluss vom Abend von Funky 8. Ich wünsche vielmals merci und voilà, wünsche ich euch noch einen schönen Abend.